So, ihr Süßen, heute zeige ich euch eine leckere Soße für Nudel, Kartoffel, egal. Also einfach eine vegane Soße. Es muss nicht immer Bolognese sein oder Fleisch. Heute gibt es mal was Veganes. Am liebsten, ganz ehrlich, muss ich zugeben, mache ich das auch gern mit Auberginen. Aber ich habe keine Auberginen. Ich habe vergessen, Auberginen zu holen. Also Auberginen passt auch hier super gut oder Zucchini. Vorne steht alles drauf, aber auch hier Mengenangaben gibt es kein Falsch. Mögt ihr mehr Möhren, nehmt mehr Paprika. Also ich habe eigentlich das genommen, was ich jetzt gerade so zu Hause hatte und was jetzt verwertet werden muss. Das Gemüse schnippel ich erstmal jetzt schön klein, klein, klein und dann sehen wir uns gleich am Herd wieder. So. Es geht weiter. Hier habe ich schön alles klein geschnitten. Auch hier so ein Tipp am Rande, das mache ich sehr, sehr gerne. Bei Lauch oder Püree, wie das ganze schöne Gemüse heißt, hat sehr, sehr viel Sand. Vor allem hier zwischendurch. Ich schneide es erstmal klein in der Größe, die ich haben will, und dann wasche ich es. Und dann könnt ihr sicher sein, dass ihr den ganzen Sand und den ganzen Dreck hier schön rausbekommt. Ja, weil wie gesagt, erstmal klein schneiden und dann kriegt ihr alles raus, weil sehr viel ist wirklich innen drin sehr versteckt. So, hier ist mein Öl, mein Knoblauch. Mein Herd ist an. Auch hier eine ganz große Empfehlung, müsst ihr unbedingt schauen auf meiner Seite. Ganz, ganz große Empfehlung mit dem Knoblauchöl. Da habe ich jetzt einfach was rausgeholt. Ich musste nichts schneiden, nichts klein hacken und ich habe immer frischen Knoblauch da. Den Knoblauch tue ich jetzt hier schön etwas anbraten. Ich tue auch direkt meinen Lauch mit rein. Und das tue ich jetzt ein paar Minütchen anbraten und dann kommt auch schon mein Gemüse dazu. So 3-4 Minuten und habe jetzt das Gemüse reingetan. Das ganze Gemüse, ich habe es auch wirklich mir Mühe gemacht, es schön klein zu schneiden, weil ich es dann später auch so lassen werde. Ihr könnt es auch natürlich grob lassen und später, wenn ihr wollt, einmal durchmixen, dann habt ihr eine ganz feine Soße. So, jetzt kommen meine Zutaten rein. Zucker, Knoblauch, Salz und Paprikapulver und meine Lorbeerblätter. Habt ihr keine, dann lässt es einfach weg, gar kein Problem. Auch hier könnt ihr natürlich noch mal was dazu würzen. Alles Geschmackssache. Das brate ich jetzt auch noch mal kurz mit an und dann lösche ich eigentlich schon mit meinem passierten Tomaten und mit meinem Wasser das Ganze ab. Dann kommt der Deckel zu und dann heißt es erstmal schön köcheln, bis alles schön weich ist. So, die Gewürze, alles ist schön angebraten. Oh, wenn ihr wüsstet, wie das hier duftet. Jetzt nehme ich meine passierten Tomaten. Die kommen hier rein. Mögt ihr natürlich diese Stücke nicht. Nee, Entschuldigung, das sind meine gehackten Tomaten. Genau, es waren so gehackte Tomaten mit Stücke. Mögt ihr die nicht, dann nehmt einfach passierte Tomaten. So, hier tue ich das Ganze schön mit dem Wasser ausspülen, dass wir nichts verschwenden. Und das war es auch schon. Das heißt, jetzt gut einmal umrühren, Deckel drauf. Ich tue auch die Hitze ein bisschen reduzieren. Das heißt, ich schalte jetzt von 9 runter auf 4, 5 und lasse das Ganze schön kochen und reduzieren. Gucke immer zwischendurch, rühre um. Vielleicht brauche ich später noch etwas Wasser. Das werde ich dann euch alles vorne hinschreiben und ja, alles steht immer vorne drauf oder in der Infobox. So, aber jetzt heißt es erstmal Deckel zu und köcheln lassen. Schaut euch mal an, schaut euch mal diese Farbe an. Wenn ihr wüsstet, wie das duftet, ein Traum. Wie gesagt, ich habe gerade runtergeschaltet und jetzt kommt mein Deckel drauf. Ich werde das Ganze schön im Blick haben, immer zwischendurch mal umrühren, schauen nach der Flüssigkeit. Aber das Ganze wird jetzt auf jeden Fall so eine gute halbe Stunde bis 40 Minuten köcheln lassen. Ich möchte, dass das Gemüse weich ist und dass die Soße eine tolle Bindung hat. Also, bis später.
Ach, ich freue mich. Dazu Nudeln, Kartoffeln, was ihr wollt. Alles sehr lecker. So, ihr Süßen, ich habe gerade meinen Deckel runtergenommen. Das ist jetzt ungefähr, muss ich ganz ehrlich zugeben, bei mir fast eine Stunde her. Ich war hier noch gut beschäftigt im Haushalt. Und es hat hier wirklich auf Stufe 3 ganz lang vor sich hingeköchelt. Und schaut mal, die Konsistenz perfekt. Ich habe jetzt Nudelwasser gemacht. Hier habe ich spontan einfach ein paar gestiftete Mandeln. Am liebsten hätte ich Pinienkernen. Habe ich aber jetzt leider keine da. Tue ich ein bisschen anrösten, so als Topping und Crunch obendrauf. Ist aber natürlich optional, aber ich finde ganz lecker. Wie gesagt, Nudeln tue ich jetzt abkochen. Dazu könnt ihr aber auch Kartoffelbrei, Reis essen, was ihr wollt. Ich habe auch gerade vorhin abgeschmeckt. Ich habe noch mal ein bisschen nachgesalzen. Das mache ich mal aus. Ja, wie gesagt, ich habe hier ein bisschen nachgesalzen, aber da geht ihr bitte nach eurem Geschmack. Ich finde die Konsistenz perfekt. Ich lasse die Soße auch so und stört das jetzt nicht mit den Stücken. Habt ihr natürlich kleine Kinder oder Kids, die es gar nicht mögen, würde ich das einmal durchpürieren und dann haben die quasi eine Tomatensoße, wo eigentlich nur Gemüse drin ist. Ja, so habe ich das gemacht, als meine Kinder kleiner waren. So haben die toll Gemüse gegessen, ohne, sag ich mal, jetzt drauf zu beißen. Ja. Habe ich was vergessen? Tue ich unten noch erwähnen, aber ich glaube, ich melde mich später nochmal beim Probieren. So, ihr Süßen, ich bin fertig. So sieht das aus. Ich habe abgeschmeckt vorhin, habe ich ja gesagt. Ich habe da noch ein bisschen nachgewürzt an Salz. Geht aber bitte nach eurem Geschmack, ja? Sehr lecker. Dazu habe ich mich jetzt spontan entschieden, ein paar Nudeln, aber Kartoffelbrei, Kartoffeln, Reis geht auch super dazu. Ich finde die Konsistenz perfekt. Genauso wie es ist. Dazu mit den Nüssen ein Traum. Es habt ihr so ein bisschen Crunch drinne. Sehr, sehr lecker. Wer es natürlich nicht vegan haben muss, so ein bisschen Feta-Käse drauf, kann ich mir auch richtig gut dazu vorstellen. Werde ich, glaube ich, auf jeden Fall hier auf meinem Teller gleich drauf machen. Ja, also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. So habt ihr eine schnelle, okay, wahrscheinlich schnell. Es hat ja schon ein bisschen jetzt geköchelt, aber ich finde eine gute Soße. Und ich muss sagen, ich mache das sehr, sehr gerne, wenn ich sehr viel Gemüse habe. Ich kaufe ja sehr gern oft viel Gemüse. Manchmal schaffe ich es halt auch nicht immer, einen Salat zu machen. Und wenn ich merke, das Gemüse verabschiedet sich so langsam, mache ich immer gerne so eine Soße. Ja, da könnt ihr alles an Gemüse reinschmeißen, schön köcheln lassen und ihr habt eine tolle frische Soße, Gemüse, mal was anderes, wie immer Fleisch. Es ist lecker. Und für groß und für klein. Wie gesagt, falls ihr Kinder habt, könnt ihr alles schön durchmixen. Dann habt ihr es feiner von der Konsistenz. So, jetzt genug gebabbelt. Viel Spaß beim Nachkochen. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Bleibt mir alle gesund und munter. Und bis zum nächsten Mal.